euer Alf und ich mache jetzt ein Video, eigentlich sozusagen aus reiner Notwehr. Ich muss morgen einfach mal ein bisschen länger im Bett bleiben, vielleicht mal länger als bis um 5. Das geht aber nur, wenn ich abends ein bisschen länger mache. Also mache ich heute ein bisschen länger und es ist, ich weiß nicht, ob man sehen kann, wahrscheinlich wieder nicht. Das Handy halten hier. 23:08 Uhr, Katastrophe. Montagabend. Kurz vorweg, wie es dazu kam. Ich habe ja meinen Zahnarztbesuch vorige Woche überlebt. Ja. Ich werde es auch weiterhin durchziehen. Ich bleibe dabei. Müssen nochmal die Beißerchen, die Pfeffis ein bisschen ersetzt werden. Dass man nicht aussieht wie so ein, ja, als einer sozialen Randgruppe entspringend oder entsprungen. Da ist ja schon vorbei. Ja, was ich euch erzählen will, ne? Wie ich zur Heritage Software kam, das war eigentlich ganz schräg. Ja, und das Geilste ist ja immer, die geilsten Geschichten, wisst ihr ja, schreibt ja am Ende sowieso immer das Leben. 14 Tage her oder so. Bimmelt mein Telefon, also hier WhatsApp, bla bla. Alles klar. Drauf geguckt. Was ist denn das für eine Vorwahl? Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was das war. 42 irgendwas. Jedenfalls Pol. Ich mach's kurz. Google Übersetzer funktioniert ja relativ gut. Ne? Man kann auch, wenn ich kein Polnisch kann und mein Gegenüber kein Deutsch, geht der Kommunikation in Schriftform trotzdem relativ gut. Ne? Schon ein paar Mal gemacht, auch mit Tschechien und so. Jedenfalls. Jetzt brauche ich erstmal noch Hülsen. Habe ich Hülsen mitgebracht? Natürlich nicht. Jedenfalls, wollte er sozusagen wissen, mein Gegenüber, Pavel hieß er. Alle Polen heißen Pavel, außer Pavel, der heißt aber auch Pavel. Das ist ein in Polen sehr seltener und wenig geläufiger Vorname. Ne? jedenfalls haben wir ein bisschen hin und her geschrieben und hat mir geschrieben, dass er meine Videos geguckt hat und was ich von einer Honda Verotero halte, also von dieser SC02, so wie ich sie hatte. Da habe ich ihm wahrheitsgemäß alles geschrieben. Ich denke mal, dieses, wo ich jetzt gleich dazu komme, das ist ein bisschen, ja, also, ich weiß nicht, ob er das verstanden hat, aber jedenfalls, der einzige Kritikpunkt von mir an der SC02 war, also an dieser Varadero, war ja der, ich habe sie bekommen mit 35.000 auf der Uhr, nachvollziehbar, sämtliche TÜV-Berüchte dabei, mit drei Koffern, mit Griffheizung, mit LED-Lampen, mit Kettenöler, bla bla bla, also ne, blieb nichts offen. Hab's allerdings auch, also kaufmännisch gesehen, für ein relativ für relativ viel Geld gekauft, kann man nicht sagen. Es war so ein, wie sagt man so schön, Kompensationsgeschäft. Also ich habe es ja getauscht gegen die erste Sporte, die ich hatte, die auf dem Papier eine 883 war und ein 1200er Motor drin hatte. Super Motorrad. Aber ich hätte gar nicht erst kaufen dürfen. Ich habe damals auch, gucken, ob ich das Video nochmal drunter verlinke. Na, die hatte keine vorverlegten und dann noch einen recht flachen Lenker. Auf jeden Fall, die hat mir mechanisch nicht gepasst. Und bei der Profahrt habe ich mir so gedacht, ja, aber könntest du dich vielleicht dran gewöhnen. Ungewohnt, unangenehm, aber fahr mal ein Stück damit. Ja, bei einer Probefahrt von, keine Ahnung, 2 Kilometer. Na? Und aber die Vernunft hat mir schon so gesagt, nee, lass das mal lieber und so. Was ich damit sagen will, die Weichen waren eigentlich schon gestellt, dass wir nicht lange beieinander bleiben. Lange Rede, kurz Sinn, ich habe dann die Sporty bei Kleinanzeigen inseriert und wollte die auch nicht vordringlich verkaufen, sondern eher so tauschen. Bezahlt hatte ich 5er und noch so über den Daumen, Huni dazu,
Sprit und so, ne? Aber egal, das ist jetzt so ein so unlustiger Nachmittag hatten wir gehabt noch und ich war ziemlich, keine Ahnung, so angeballert von dem Whisky dort, von dem netten jungen Herrn dort. Es war auf jeden Fall geil. Wie gesagt, wenn ich nicht vergesse, hau ich den Link, wo wir das Ding geholt haben, noch drunter. Habe also 5.000 für die Karre bezahlt und habe es im Hinterkopf gehabt, naja, vielleicht geht hier auch noch ein Hakenzeichen. Aber das ging halt nicht, ne? Hätte mir zu Ende gedacht, auch gleich dort auffallen müssen, weil die war zwar jetzt nicht total krass umgebaut, aber zu viel, um es mal eben zurückzurüsten. Ne? Habe ich mich auch nicht so ausgekannt mit, was Harley-Teile kosten. Ich hätte es auch wissen müssen, dass die nicht bloß einen Zehner kosten. Ja, und zurückrüsten, utopisch. Dann habe ich gedacht, gut, okay, die passt dem schon nicht. Beim Vorne, also so klein, flach und Kniewinkelscheiße. Durch die Bepprothesen, Unterschenkel natürlich extrem lang, würde jetzt hier einen Rahmen sprengen. Da habe ich mir gedacht, gut, machst du Vorverlegte dran. Kann ja für so eine recht alte Sporty nicht die Welt kosten. Also ich habe nichts Gescheites gefunden und die zwei, drei Angebote im Netz waren alles nur gebraucht, was ja an sich nicht schlimm ist. Aber zu Preisen. Da war zum Beispiel eine drinne bei eBay, also nicht bei Kleinanzeigen, bei eBay, die habe ich Wochen beobachtet. Er wollte irgendwie 500 € haben, Sofortkauf. Dreimal ist sie durchgelaufen und ich habe noch zwischendurch angeschrieben, hat aber nicht reagiert und dann hat sie 50 dafür gelegt. Ne? Aber keine Reaktion, nichts und 500 €, nee. Also selbst wenn ich die übrig gehabt hätte, wäre ich nicht bereit gewesen für, ich weiß gar nicht, was war das für ein Baujahr, die Sporty 87, 88. Auf jeden Fall war kein Zeichen mehr drin gewesen. Und ich hätte für so eine alte Karre für gebrauchte Teile und für eine gebrauchte, vorverlegte Fußrastenanlage definitiv keine 500 € ausgelegt. Nee. Und dann war die sah auch nicht mehr so schick aus, das wäre jetzt egal gewesen, aber nee. Ja, jedenfalls habe ich die dann, der Mensch hieß Patrick, dann diese Sporty, gibt es ja noch Videos hier auf meinem Kanal, ein paar Monate gefahren und habe die dann bei Kleinanzeigen drin gehabt und vordringlich halt, wie ich eingangs erwähnte, Kompensationsgeschäft, also eher so tauschen, nicht um ihn verkaufen. Und da bot mir eine Varadero an, ne, so eine SD02. Wie gesagt, mit der Ausstattung, Griffheizung, Kettenöler, bla bla bla, wenig Kilometer, alles nachvollziehbar. Okay, dann war er hier. Wir hatten vorher was anderes ausgemacht, ich müsste jetzt fliegen, aber Schluss war dann so irgendwie. Also, ich habe die sozusagen für 5.000 gekauft, die Varadero, ne? Also nicht in Bargeld, sondern 5 für die Sporty. Und habe von ihm, ich glaube, 500 oder 600 gekriegt. Zu der Varadero dazu. Also, ne, hat so gepasst. Die Varadero dann wiederum habe ich an den Pavel verkauft. Die stand ein paar Mal hier. Bin auch ab und zu mal gefahren natürlich. Zu zweit natürlich perfekt. Also super fahren, alles schön. Eine einzige Sache, die für mich aber nicht ganz irrelevant war, war echt hässlich. Eigentlich auch vorher zu wissen. Die SC02 mit ABS wiegt vollgetankt 72 Kilo. Problem ist, ich kann es wirklich nicht besser ausdrücken, die ist so urbenlastig. Also eine Harley, die mehr wiegt, also wie zum Beispiel meine Heritage, die hat einen Schwerpunkt viel weiter unten. Und gerade wenn du die im Stand bewegst, also drauf sitzend, mal ein Stück eingeschlagenen Lenker vor- oder zurückrollen oder absteigen und dann schieben vor- oder zurück. Und dadurch, dass sie so urbenlastig ist, ich kann es wirklich nicht besser ausdrücken, im Stand in 2 Grad zu weit gekippt, kannst du noch loslassen. Ist mir zum Glück nicht passiert, aber ich habe einzeln mal wirklich derbe geschwitzt. Also, sobald die rollt, ab 5 km ist alles gut, aber nicht schieben oder mit den Füßen habe ich wirklich noch nie so extrem wahrgenommen. Wenn du bei der Harley wegrutschst durch diesen, also beim, du sitzt drauf und willst mal ein Stück zurückrollen, musst dich mit den Füßen gegen den Boden stemmen und selbst wenn da mal ein Fuß wegrutscht, geht. Schwerpunkt liegt unten, so schnell kippt die nicht. Problem ist, bei der Varadero war es genau das Gegenteil. Dadurch, dass der Schwerpunkt so extrem weit oben war gefühlt, im Stand, wie gesagt, ich habe sie
zwei, dreimal fast wirklich umgeschmissen, also ganz knapp noch fahren können. Gut, können wir sagen, Motorrad ist zum Fahren da und nicht zum Schieben oder Rangieren, aber es war komisch. Das war aber wirklich der einzige Grund. Ansonsten top, die ist gut gefahren, die hat vernünftig geklungen, die war praktikabel, die war zuverlässig. Gibt es ja hier auch auf YouTube so ein Video, Wahrer Hannes oder so bei 1000 PS. Also so hieß der Kanal. Der Typ ist mit dem, glaube ich, ist nicht 3000 Kilometer gefahren. Also völlig irre mit einem Motorrad. Ich glaube, es waren 3000. Ich bin mir aber nicht sicher. Es waren auf jeden Fall weit über 100.000, was er für Motorrad, gerade bei Honda, ohnehin nicht so selten ist. Aber ich glaube, das war schon am Ende 3000 gefahren. Erwähnte dann übrigens aber auch im Video, dass zwischendurch mal ein kapitaler Motorschaden war. Also, mit den 3000 ist dann auch so eine Sache. Wenn du natürlich zwischendurch noch mal eine Motor-GR machst, dann relativieren sich natürlich die vielen Kilometer. Aber es einmal dahingestellt. Ist jetzt egal, ist auf jeden Fall ein gutes, zuverlässiges, vernünftiges, ein gutes Motorrad. Die SD01 sollte man nicht kaufen. Allein schon deswegen, weil sie halt unangenehme Trinksitten hat. Ja? Und hat auch keine ABS. Ansonsten nehmen sie sich nicht viel. Ach so, Vergaser, kein ABS. Und unangenehme Trinksitten, ne? Und die ich hatte, die SD02, die hatte halt, war halt eine Einspritzerbude, hatte auch ABS, war auch super, also du bist wirklich keine 3 Meter gerollt, ging die rote ABS-Kontrolllampe aus, das hieß, das hat sich auch schnell geregelt selber. Also wirklich eigentlich ein gutes Motorrad. Ja, und wenn du zu zweit unterwegs bist, vielleicht noch mit Gepäck und ein bisschen Komfort erwartest, ist das ein Bombenmotorrad. Und vielleicht liegt es auch mit daran, dass ich nicht so gut zu Fuß bin. Also mir war das immer so, ja, wenn du die schiebst oder drauf sitzen, bewegst dich sehr, sehr unangenehm. Also so wirklich. Na, jedenfalls habe ich die, also dieser, jetzt komme ich wieder zurück, dieser Pavel hat meine Videos gesehen, wie ich rausstellte, und wollte von mir nur wissen, ob die Ware der passt, hatte ich auch schon belesen. Da musste auch ein Unterschied zwischen einer SD01 und einer SD02. Es gibt auch noch eine SD03, aber egal. Und da haben wir kommuniziert, ne? Schriftform geht ganz gut, Google Übersetzer, alles schick. Und kam noch an demselben Tag, wo wir das erste Mal kommuniziert haben, wer würdest du die denn auch verkaufen? Ich sage, ja. Ne, ich hatte im Hinterkopf so. Ursprünglich die Sportliche waren 5, ja, mit dem Kombinationsgeschäft 5000 Euro. Wenn du 5 wieder kriegst, ist alles gut. Da ich von Patrick, der mit mir getauscht hat, also der meine Sportliche kriegte und ich bekam von ihm die SD02, habe ich schon noch 500 oder 600 Euro dazu bekommen. Also 4, 5 müsste ich kriegen, damit eine schwarze Null drunter steht. Okay. Man wurde sich so einig am Telefon, der hat auch 800 Kilometer Anreise gehabt. Dann war wohl zufällig ein Kollege von ihm hier in der Nähe und der hat den Auftrag von ihm bekommen, sich die Baradero anzugucken. Dann war hier Fotos gemacht, ich habe ihm vorher schon welche geschickt. Fand alles ganz toll und bla bla bla. Und jedenfalls, ich weiß nicht, wann schon die Tage waren, vorige Woche irgendwann, Dienstag, Mittwoch, früh um 6. Ich genau, ich, Donnerstag, Freitag hatte ich ja dann hier krank wegen Zahn. Also muss davor gewesen sein, Dienstag oder Mittwoch. Ja, die waren Punkt um 6 da. Haben sich die Karre angeguckt und dann kommt was. Ich habe auch gesagt, vorher eben, also geschrieben immer. Also hier nicht dann rumfeilschen, habe ich keinen Bock drauf und so. Wenn ja, ist schon okay. Und dann war er hier. Und da muss ich ihm leider recht geben, deswegen bin ich ihm dann auch mit dem Preis ein bisschen entgegengekommen. Wie gesagt, es waren 4, 5 ausgemacht. Ich habe sie dann verkauft für 4,3. Warum? Ganz einfach. Ich habe da wirklich mit keiner Silbe dran gedacht, auch nicht danach geguckt, gar nicht. Das super Gefühl bei dem Motorrad. Und das ist jetzt wirklich keine falsche. Es war eben so, das muss man sagen, auf die Dot-Nummer von den Reifen geguckt. 2007. Die waren noch tadellos, die Reifen. Also die hatten jetzt keine Risse oder irgendwas oder waren porös oder so. Aber. Ich bin auch ein schmerzfreier Patient, aber eigentlich gehören solche Reifen runter. Egal wie gut das Profil ist und alles, die sind halt hart. Also was die Haftkraft betrifft, gerade wenn es mal vielleicht etwas, wie sagt man, regnerisch ist, Fahrbahn feucht oder so. Ich habe da mal auf YouTube ein Video dazu gesehen, da liegen Welten dazwischen.
Ich bin ohnehin nicht der Mensch, der Motorräder im Grenzbereich bewegt. Für mich jetzt eher nicht relevant. Wie gesagt, die SNL2 hat ja wenigstens schon mal ABS gehabt, was ich sehr geil finde. Aber ich musste den Einwand gelten lassen. Die Reifen sind Asbach. Ich hätte natürlich jetzt auch drauf bauen können, sagen können, pass auf, wir feilschen nicht rum. Also so richtig böse, so, Jungs, ihr habt 800 Kilometer Anfahrt, nicht ich. Ich kriege jetzt die Kohle, die ausgemacht war oder nicht. Ich habe es nicht gemacht, ich habe es dann für, es war nicht 4,2 oder so, habe ich es dann gelassen oder 4,3. Haben wir natürlich in 50, kommt noch dazu, in 50-Euro-Scheinen bezahlt alles. Egal. Auch cool, so ein Bündel Geld. Es sind einfach nur Fuffis, ne? Fuffis sind natürlich auch Geld, aber sieht natürlich aus, als wärst du Millionär. Ne? Ja. Dann habe ich geguckt. Nein, also wieder der Klassiker, brauchst du nicht. Ich habe meine Sporty noch draußen stehen. Ich habe die MT-01 noch im Schuppen. Nein, brauchst du nicht. Ja, sei froh, dass ein bisschen was vom Hof kommt, was in Arsch zum Fahren. Aber so, weißt du so, wie bei was war's? Bei Lamborg. Der kleine Mann im Ohr, der nie zufrieden ist. Und wieder so, Harley, Harley. Geguckt, Kleinanzeigen. Alles, was die Umgebung war. Also wie gesagt, da muss es wirklich mit dem Teufel zugehen, nicht wegen Spritpreis oder so. Am Ende muss ich es ja immer rechnen. Aber einfach, ich habe keinen Bock mehr auf solche Faxen. Wegen einem Motorrad bis nach Stuttgart fahren oder bis nach Aachen. Mach ich nicht. Also wirklich maximal 100 Kilometer Umkreis. Da war ja die 1200 Sporty schon weiter. Das waren ja Cottbus. Weiß nicht, 200 brauche ich ein Stück zu fahren. Die hat Tilo gefahren ist. Und ich habe dazu nicht mal viel mitgekriegt, ich war ein bisschen angetrunken. Ja, Umgebung geguckt. Da habe ich dann. Und tief in mir drinne wollte ich seit Ewigkeiten. Ich habe übrigens das auch mal gegoogelt und gefunden, da bin ich nicht dahin. Wollte ich immer. Ich war damals ein riesengroßer Fan von Terminator 2. Ich habe den das erste Mal im Kapitol geguckt. Da habe ich gleich zwei Eintrittskarten, gleich nie vergessen, gekauft und bin sitzen geblieben. Also ich habe mir den Film gleich nochmal angeguckt. Heute reizt mich solche Filme mit Kneipe und Bang sowieso nicht mehr so, aber egal, jedenfalls ist es auch geprägt dadurch. Ne? Und ich fand die Fatboy von dem Typen so geil. Also ich war damals kein Harley-Fan, bin ich eigentlich auch heute nicht. Also ich kann vom Hundertsten ins Tausendste. Jedenfalls fand ich die Karre natürlich sehr stylisch, auch wie er dort an der Kneipe da abfährt. Ja, die Mucke von ZZ Top hier. Bad to the Boons. Und dieses durchdrehende Hinterrad, ich meine, wer den 1340er Evo Motor kennt, der dreht kein Hinterrad durch. Aber jedenfalls fand ich das übelst Porno und das hat sich so festgesetzt. Wann kam der Film raus? Ich weiß nicht, 1992. Da war ich ein junger Bursche. Mit dieser bullischen Lampenverkleidung und diesen Scheibenrädern und so, ja. Fatboy, okay. Mit der besten Originale, E9092, in Schwarz. Lange Rede, kurzer Sinn und so, das war so im Hinterkopf. Aber mal gucken, was eben die Katze so vor der Tür legt, ne. Ich habe Kleinanzeigen durchgeguckt. Und, ja, eine Fatboy habe ich gefunden, also die auch bezahlbar war, die musste so. Maximal 9000, maximal. Und wie gesagt, möglichst altes Baujahr. Ne? Ja, eine Fatboy in so einem ganz dunklen Goldmetallic steht, stand in Berlin, müsste ich mal gucken, ich habe die auch längst bei den Favoriten bei Kleinanzeigen oder rausgehauen. Aber ging kein Weg rein, da wollte für das Ding 9500 Euro haben. Zähne standen drin, 9,5 angegangen. Hatte ich nicht, ich hätte mir selbst dafür schon zum Beispiel vom Tom noch 1500 oder 2000 borgen müssen. Wollte ich nicht. So, der Preis war jetzt nicht unbedingt so der Grund, ne, aber so und bis Berlin, dann passt doch nicht und ja, keine Ahnung. Ne, und ich war jetzt nicht patzig oder so, wir haben auch telefoniert, aber mir war klar, die kosten 9,5. Wenn du dort stehst und die Reifen, ja, wie bei meiner. Marotero, die sind von 1807, hat er gesagt, anders als ich, ist mir egal, kostet trotzdem 9,5. Jedenfalls,
ist es die nicht geworden. Und weitergeguckt. Ja, okay. Und dann stand in Halle inne. Und ich bin nicht so der harte Checker, so übelst. Es gibt ja Leute, die haben da irre Plan, welche was ist und was da verbaut wurde. Und ich wollte nur eine Fettboy haben. Gut zu erkennen für mich an den Scheibenrädern und an diesem sogenannten, an dieser sogenannten Ochsenkopf-Lampenabdeckung, Verschalung, was auch immer. Ja, und guck da so rein, denk so, das ist doch eine Fatboy. Das ist doch cool. Die steht nicht weit weg hier. 40 Kilometer weg, Halle. Machst du Typen angerufen. Jetzt kann ich schon, habe ich mit dem. Ja, vorige Woche Sonntag. Okay. Ein bisschen hin und her gelabert. Also gar nicht erst geschrieben, gleich angerufen. Er hat auch die Nummer drin gehabt. Okay. Ja, kommst jetzt gleich rum. Ist auch gut. Sonne scheint, mache ich. Hab mich auf den Weg gemacht. Hab mir die Karre angeguckt, hat er mir erstmal gesagt, pass mal auf, Großer, das ist keine Fatboy. Die, die auf den Bildern dahinter steht, das ist eine Fatboy. Das ist eine Heritage Softail, die hat halt vorne einen anderen Fender, also einen Kotflügel. Hat die, nicht diese sogenannte Ochsenkopf-Lampenverkleidung. Und die hat, meine hatte das, aber, also diese Scheibenräder, aber eine Heritage Softail hat normalerweise auch keine Scheibenräder, die hat Speichenräder. Da habe ich mir so gedacht, na gut, diese komische Lampenverkleidung und den Fender könnte man ja notfalls so lassen, obwohl der geschwungen und fett ist. Und der bei der Fettball war ein bisschen zierlicher. Aber die Scheibenräder sind schon mal drin, die sind ganz wichtig. Und die Ochsenkopflenkerverkleidung, die kriegst du auch noch irgendwo her. Also die sozusagen ein bisschen umstricken nach meinem Gusto. Aber, jetzt kommt's, ich habe es noch nicht erwähnt, die hat ein Hakenzeichen, die Heritage Softail. Das heißt, die muss entweder original bleiben oder mit zeitgenössischen Teilen umgebaut werden. Also du kannst da jetzt zum Beispiel keine LED-Blinker dran bauen. Ne? Obwohl, könnte es sogar gehen, weil ich glaube, bei sicherheitsrelevanten Teilen darfst du auch aufrüsten. Also im Sinne von modernere Teile dran bauen als original war es nicht. Wenn du damals so eine 25, nur als Beispiel, hatte die ja nicht gehabt, so ein 25 Watt, 25 Watt Birne drin hattest mit vorne als Hauptlicht mit zwei Glühwendeln und du würdest das ersetzen gegen eine H4-Lampe, dann würdest du mit Sicherheit keine Probleme kriegen bei der A-Zulassung oder bei der nächsten TÜV-Untersuchung mit A. Aber eben, ich weiß nicht, ob das jetzt TÜV-relevant, also sicherheitsrelevant ist. Das würde ich sagen, ja, dass du dich verbesserst. Oder schlüpfst du Mini-LED-Blinker, so dass mal scheiße aussehen. Ich glaube, es geht nicht klar, aber ist auch egal. Aber jedenfalls den Fender von der Fatboy dran bauen, diese Ochsenkopfverkleidung und Scheibenräder, die ja schon drin waren, ist kein Problem, weiß ich. Ohne nachzufragen, ist kein Problem. Ja, jedenfalls habe ich gesagt, eher, ich sage es mal, kein Vornamen. Auf jeden Fall habe ich gesagt, pass auf, ich muss mal noch drüber schlafen. Ist ja auch eine Menge Holz. 9,5 Festpreis stand so drinne. Und er macht es so an dem sonntäglichen Gespräch so. Hat er nicht zugesagt im Moment, aber so, naja, 9 gehen auch. Wie gesagt, ich hätte die 9,5, also nicht selber gehabt, aber hätte ich den Tom nochmal angehauen, zwei große Scheine oder so, hätte er halt zurückgekriegt. Aber mir wäre es natürlich lieber gewesen, ohne irgendwie Burgerei auszukommen. Ne? Und dann bist du ja trotzdem pleite. Ne? Also dann hätte ich mir wahrscheinlich drei borgen müssen, musste mal noch tanken, ummelden. Es war noch kein Geld da, ich wäre total abgebrannt gewesen. Naja. Und so signalisierte so, 9 würde wohl auch gehen. Aber ohne Zusage, wären schon mal wenigstens mal 500 weniger. Ich habe dann zu ihm gesagt, pass auf. Ich schlafe drüber, ich melde mich bei dir. Ja, bin nach Hause gefahren, habe ich erstmal gegoogelt im Internet. Könnte mal eingeben bei eBay zum Beispiel. Also müsst ihr oben erweiterte Suche und beendete Angebote, verkaufte Artikel, das ist immer so ein bisschen speziell die Suche. Ochsenkopf, Harley. Gibt natürlich auch die von den moderneren Harleys, da gibt es nämlich auch. Und natürlich auch bei den alten, wie ich sie habe, wie ich sie eine habe. Und dazu, gebraucht kriegst du da nichts oder ganz selten. Und ja, also jetzt original Harley habe ich jetzt bei eBay nicht gefunden, aber so gute Nachbauten. 400 Euro. Musst du rechnen, 400 Euro. So, okay, also
Zu meinem Wunsch wäre noch dazugekommen, 400 € für diese, musst du ja nicht sofort machen, kannst du irgendwann machen. Aber natürlich müsstest du erstmal gucken. 400 € diese Lampenverkleidung, ne, dieser Ochsenkopf. Und vielleicht noch, gut, den Fender können wir so lassen, ne? Aber der Original-Fettboy wäre natürlich schon cooler. Den Fender können wir so lassen. Und die Scheibenräder, die ja zum Glück schon drinne waren. Ne? Hat er, also mein Vorgänger, also nach eigener Erklärung, warum auch immer, hat er das gemacht schon, weil das toll fand, der hat die Woche anders gekriegt. Mir war es recht, ich finde die Scheibenräder Porno. Okay. Ja, jetzt sind wir überlegt. So, ich meine, das ist ja wirklich auch viel Geld. Also, so, wenn ich so wirklich brennend sozusagen angebrannt gewesen wäre von dem Motorrad, hätte ich mich sofort am nächsten Tag gemeldet oder am übernächsten. Ich habe es nicht gemacht. Und irgendwann, mich deucht, es wäre Mittwoch gewesen. Ich lag schon im Nest, ich war übelst Zeit im Bett. Das war hier mit dem Zahn der Scheiße und so, ne? Klingelt das Telefon. Und ich habe seine Nummer abgespeichert gehabt, stand doch der Name da. War am Telefon, sagte so, ja, und. Also das muss ich jetzt kurz vorher einflechten. Er hat mir auch gesagt, ich habe den nicht gesehen. Sein Sohn führe hin und wieder mit dieser Harley. Er selber nicht, er würde mit was anderem fahren. Aber sein Sohn, wie oft hört man das? Er war auch schon ein reiferer Herr, ne? Also auch so wie ich jetzt. Fast, ich glaube, er war 4, 5 Jahre älter als ich. Auf jeden Fall hat er sich auch schon bei dem sonntäglichen Gespräch beschwert und gesagt, ja, und Mensch, und da stellt mir die Karre jetzt mal leer gefahren hin und Dreckchen. Also es war so ein Pingelchen, wie mein Freund Tom auch übers Pingelchen. Und das Leergefahren bezog sich scheinbar nicht darauf, dass es jetzt 30 € kostet, sondern wenn er es dann mal nehmen will, dann ist erstmal leer gefahren, muss erstmal tanken fahren und Dreck schalten. Ne? Wie gesagt, ich bin da auch ein bisschen schmerzfrei, ich bin eh ein bisschen eher so Modellpflegenutter. Aber ich konnte seinen Unmut über das Verhalten seines Sohnes nachvollziehen. Und es war sozusagen so, das Motorrad hat ihm gehört, also dem Vater, von dem ich es gekauft habe. Und sein Sohn war wohl so derjenige, der es überwiegend genutzt hat. Jedenfalls ruft er mich am Mittwochabend an, ich schon im Bett liegend, hier auch so eine Fresse dran. Konnte kaum reden. Mein Zahnarzttermin war erst am Donnerstagmorgen. Und sagt er so, ich habe jetzt hier die Schnauze voll. Und mir das sein Leid geklagt. Also ich mache es nicht lustig, sondern eben einfach so, wie es war. Und ich so, ich will nicht so, wo denn jetzt hin, ne? Und es ist mir jetzt scheißegal. Die Karre kommt jetzt weg, ich gucke mir das nicht mehr an, wie da mit dem Zeug umgeht und so. Und wenn es für 8 ist. Also das Gespräch dauerte länger, das war nicht mehr 2 Sätze. Aber den Satz habe ich sehr genau gehört. Und habe dann so gesagt, echt jetzt 8? Ja, ist mir scheißegal, dann weg, ich habe auch noch andere Projekte und bla bla bla. Okay, ich sage. Wenn es dir passt, wäre ich dann, also ein bisschen hinterhergelabert wegen der Zeit, wäre ich dann morgen früh bei dir. Aber ich bin ja sowieso, wie gesagt, so ein Typ. Deswegen mache ich ja heute lang, weil ich ja sonst wieder um 5 aus dem Bett falle und morgen Spätschicht habe. Da wäre es also sinnvoll, wenn ich länger schliefe, damit ich eben nicht schon um 5 aus dem Bett falle und dann, wenn ich meine Spätschicht mache, dann so, oh, wisst ihr. So, also, ja, von mir aus kannst du um 8 da sein. Natürlich war schon um 8 da und habe das Motorrad bezahlt. Ja. Und das war die Geschichte zu Heritage Softail. Ich komme auch mit diesen Buchstabenkürzeln nicht klar. Ja, FXLSD und die Typenbezeichnung, das ist für mich alles Kauderwelsch. Ja, jedenfalls soll es dahin gehen, dass er eher wie eine Fatboy aussieht. Ne? Also diesen Ochsenkopf habe ich schon da. Habe ich noch nicht. Ach, siehst du, habe ich noch mal nicht erzählt. Und jetzt kommt's. Ich schneide es damit rein. Wenn man vom Hundertsten ins Tausendste kommt. Jedenfalls habe ich sie dann bezahlt, mitgenommen. Und natürlich, ich muss nicht sagen, der einzige Tag in der Woche, wo es geregnet hat. Ich war natürlich wieder. Einen Helm habe ich aufgehabt. Ich war natürlich wieder. Wie sagt man so schön, korrekt gekleidet, also T-Shirt, ne? Und hier meine 20 € Jogginghose. Und sind wir zurückgefahren auf der Autobahn. Also er ist in seinem Auto hinter mir hergefahren.
hat seine Platte mitgenommen und ist wieder zurückgefahren. Und ich habe meinen Smart wieder nach Leipzig geholt. Ne? Ich bin mit dem Smart hingefahren, es hat ja geregnet. Ne? Okay. Ja, jetzt stand sie erstmal hier, alles gut. Wollte ich jetzt noch hin? War jetzt noch irgendwas? Genau. Und jedenfalls, nicht wahr, bin ich immer noch echt ziemlich abgebrannt. Aber ich habe im Hinterkopf immer, egal wie es läuft, anders als früher, scheint über mich. Ich habe meine Mutter, glaube ich, das letzte Mal mit 45 oder 46 nach Geld gefragt. Schäbisch, schäbisch. Aber war halt so. Passiert mir nicht mehr. Ich habe im Hinterkopf immer noch, egal, wenn die Hütte brennt, muss ich halt Tom fragen. Er gibt mir schon mal 500.000, das kriegt man schon irgendwie hin. Geht ja fleißig bei Siemens arbeiten. Da kostet eine Kohle, Alter, legt ja die Ohren an. Aber egal. Nun war ja, da ist das Motorrad. Als die 9,5, wirklich kein Scheiß, hätte ich gehabt auf dem Euro, genau, ich hätte nicht mehr tanken können, wirklich kein Spruch, jetzt nichts mehr, komplett abgebrannt. Also alles vom Konto abgeräumt und das Geld von der Wache der Ruhe. Also es ist wirklich auf Knopf. Jetzt sind und waren ja aber noch 1500 übrig. Ich dachte, gucken kostet nicht, guckst nur gucken. Bei eBay geguckt, Ochsenkopf. Also 400 Euro. Wollen die Leute schon haben. Ist okay, wird es auch schon wert sein, keine Ahnung. Ist also die Lampenverkleidung mit Scheinwerfer und bla bla, das ist. Vielleicht schneide ich noch mit rein. Dann gucke ich bei eBay Kleinanzeigen, zeigt mir erst gar nicht dazu an und dann so Suchradius vergrößert und siehe da, ich müsste aufs Handy gucken, wo das ist, irgendwo ganz woanders, irgendwo ganz weit im Westen. Ochsenkopf, halt euch fest, für 150 Euro Verhandlungsbasis. Hab ich gedacht, komm, das macht es gerade ohne Fett. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich irgendeiner, wie sagt man so schön, irgendeinen Betrug auflege, aber glaube ich nicht. Bin ich eigentlich guter Dinge. Und du hattest sogar noch dreist falsch und hab ich gesagt, komm machen, Preis ist okay, weil er Verhandlungsbasis hingeschrieben hat. Versand könnte auf dich gehen. Nö. Also jetzt nicht böse oder so, war nur hin und her geschrieben. Am Ende 155 Euro mit Versand, also gegen das, was normalerweise aufgerufen wird, alles cool. Kannst du mal versuchen? 5 Euro oder 10 Euro sind 10 Euro. Ja, und da habe ich halt, wir werden dann sehen, ob er auch geliefert wird, ob er auch entsprechend so ist. Ne? Dieser sogenannte Ochsenkopf, diese Scheinwerfer mit Verkleidung und bla bla bla. Aber wenn, habe ich echt Glück gehabt, dann bräuchte ich theoretisch nur noch den originalen Fender, den Rest kann man so wirklich so lassen, also meiner Meinung nach. Aber selbst den vorderen Fender als Schutzblech, das kannst du auch von der Heritage lassen, ist am Ende wurscht. Das Wichtigste ist, die fette Gabel ist dran mit dieser Lampenverkleidung, mit dem Ochsenkopf und die Scheibenräder, das ist essentiell. Der Fender gibt einen Fick, also. Fender kriegst du sogar, ich habe geguckt, gebraucht, so über den Daumen. Also offenkundig als Nachbauteil, aber neue für einen Huni, ne? Bis ich 98 Euro inklusive Versand bis 105 Euro. Kannst du aber auch als originaler HD-Teil kaufen für, keine Ahnung, unlackiert 300 Euro. Das Problem ist nur, nächsten Monat von mir aus, ich würde mir den vorderen Fender wie an der Fatboys kaufen. Hast du das Problem? Meine hat ja so eine. Merkwürdigster blöde Ausdruck, es ist halt ein schwarz, dieses Blau und Blau, also Ocean, irgendwas. Musst ja lackieren lassen, wie sieht denn das aus? Entweder ist es verchromt oder es ist eine Fahrzeugfarbe, aber du kannst jetzt so wie die aussieht, also meine, kannst du nicht matt schwarz machen, es geht nicht, oder schwarz. Und dieses Ocean zweifarbig, das lackiert ja keiner von Huni oder so, das kannst du vergessen. Also werde ich wohl den Fender vorne dran lassen, der kostet an sich nicht die Welt, wie ich euch gerade sagte, aber. Für die Lackierung dann nochmal irgendwie utopische Summen. Also selbst wenn ich das Geld hätte, was ich nicht habe, oder nächsten Monat oder in 2 Monaten, ich gebe für so einen Scheiß keine 500 Euro aus für das lackierte Teil. Nee, also für das Lackieren des Teils, ne, damit es zum Rest des Motorrads passt. Dann bleibt halt der fette, schwülstige Heritage Softail Fender vom Motorrad. Ist ja jetzt nicht so schlimm, ne? Und es geht nicht darum, dass die irgendwie na, so ein unbemerkter Umbau sein soll. Es geht darum, dass er mir gefallen muss,
Mir gefällt es auch mit dem Heritage Dovetail Fender vorne und dass das Hakenzeichen irgendwie ins Wackeln kommt, ne? Wie ich euch gerade erklärte. Also, wie sehr sind die Teile da dran baust, die sind zeitgenössisch und ob die Scheibenräder hat oder nicht, das ist wurscht. Wenn die Scheibenräder hätte von, was ich von Spinnerei jetzt, die es erst ab 2011 gab und du hast dann so einen TÜV-Prüfer, der sich das sehr genau anguckt. Der könnte dann sagen, das hat sich dann mit dem Markenzeichen, also auch wenn die mechanisch passen, ne? Aber die, die bei mir drin sind, so wie sie damals waren, gab es halt die Heritage Softail, dann gab es die Fatboy und eben noch keine Ahnung. Und immer diesen Kürzeln FXLT, keiner, ich frag mich nicht. So, das wollte ich euch noch dazu sagen. Ah, und jetzt habe ich glaube ich fast, habe ich ein Stündchen totgeschlagen. Schneiden muss ich den Kram auch noch. Also vor 1 komme ich nicht ins Bett. Das war so ein Zweck der Übung. Irgendwas Sinnvolles mit meiner Zeit machen. Ja. Das war's. Ich wünsche euch, ihr werdet es ja morgen dann sehen, nicht mehr heute. Für heute sage ich euch gute Nacht. Passt auf euch auf, wenn jemand stolpert oder fällt. Aufheben, Knie sauber putzen, Nackenschelle. Und weiter geht's. Na? Ich wünsche euch was. Gute Nacht, Freunde. Tschüss. Fick dich, Greta.